liebe Schraubefreunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Keep Schraubing im Projekt Baustelle. Ja, es ist soweit. Hier unser Motor wird abgeholt von diesem Mann. Servus Leute. Den habt ihr ja neulich im Live-Schreiben gesehen. Jetzt ist er live da. Der bringt nämlich diese deutsche Schönheit hier. Batsch, da ist er! Ein Gockel V6 Turbo, liebe Schraubefreunde. So. Das war die Überraschung. Wir haben einen V6 geholt vom Turbogockel. Ja Mann, mit diesem Mann getauscht gegen Serhat S3 und Serhat Motor. Und jetzt haben wir dieses Monster hier. Soll haben 1000 PS. Diese 1000 PS wollen wir sehen auf Serhat seinem Frontkratzer. Na, du hattest im Golf 3 drin Frontkratzer. Genau. Wie fährt sich das an? Die erzähl mal. Brutal. Also brutal. Zweite, dritte, vierte, alle Räder am Spulen. Hm. Ja. Aber du bist ja 700 PS gefahren. Ich bin 700 PS. Low genau. Boost. Low Boost, das genau. Okay. Genau. Ja. Also was haben wir hier? Wir haben hier einen Borg Warner. S300 SX, also GTX 35 Größe. Ihr nee. Seht hier Kopfgröße von mir ungefähr. GTX 35, die Hälfte. Na, ich habe schon angeguckt. In etwa. GT40. Ja. Also wir haben hier GT40 Lader. Die Größe vom GT40 Lader, allerdings Borg Warner. Wie heißt der? S300 SX. S300 SX, ja, und die ganze Ladeverrohrung, Kabelbaum und Catch-Tankpumpe und diese ganze Geschichte, Auspuff, was ist das, 3 Zoll Rohr, vermute ich? 3,5 Zoll ist das doch mehr, oder? 3,5. Das ist tatsächlich das 3,5 Zoll. Guckt euch mal diese Pipe an, das ist ja nicht normal. Ja, liebe Schrauberfreunde, und das wandert jetzt rein bei Serhat. Das passiert. Ist auch ein V6, ja. Aber einer... Vom Turbogockel, ey! Bam! Borg Warner S300 SX ist da. Guck mal, wie groß der ist. Der ist einfach so groß wie mein Kopf. Seht ihr das? We love Turbo. Geil, ey! Dieses ist es. Wir haben ein 6-Gang-Getriebe, 02M-Umbau vom Gockel aus 3 verschiedenen Getrieben. Ich vermute, er hat die Glocke genommen vom R32, ja, um eben auf 6 Zylinder umzubauen und der Rest ist von einem wahrscheinlich 4-Zylinder. Weiß ich aber nicht genau. Ich sehe hier, wir haben diese, na, seht ihr das? Das ist die Hydraulik für die Kupplung. Die ist hier nach außen gelegt, so wie es gehört. Der Adapter ist schon gebaut. Also wir haben den komplett bekommen. Der Andi auf jeden Fall, Ehrenmann, hat sein Wort gehalten, hat den Motor gebracht. Wir haben den anderen Motor ja abgegeben, wie ihr gesehen habt. Jetzt haben wir hier diesen Motor, schon R30, sprich ein aufgebohrter 2,8 Liter auf 3 Liter Hubraum. Wir haben Verdichtungsreduzierungsplatte, haben wir gesehen, größere Kolben drin. Wir haben Lagerschalen vom, lass mich nicht lügen, vom RS4 drin und lauter so Sachen. Ich habe die Liste nämlich vom Andi gesehen, was da verbaut ist. Der Andi ist den gefahren im Setup mit 700 PS, so wie er jetzt da steht. Low Boost. Sprich, der Motor ist standhaft bis 1000, bla bla bla, Punkt PS. Und dieses Ding kommt jetzt hier oben rein. Sehr hart, warum? Hast du vor, die Straße anzumalen oder was hast du vor? Ich will genau so machen. Genau so. Du weißt, es macht keinen ich Sinn. Ich will Prüfstand auf Asphalt. Ja, das wird doch so sein, du drehst durch. Ich will genau so. Ja, Mann. Egal, was andere sagen. Ja. Wenn ich sage, mach Fomosch, mach selber. Ich habe keine Lust. Ich mach keine. Nein. Aber du weißt schon, das bringt nichts. Nein, bringt gar nichts. Bringt gar nichts, aber wir machen trotzdem, ja. Obwohl wir wissen, dass alles durchdrehen wird. Frontkratzer, 700, 800, 900 PS ist einfach utopisch. Braucht kein Mensch. Braucht nicht. Aber um es mit den Worten von Ferdinand Porsche zu sagen, wir bauen Autos, die keiner braucht, aber jeder will. Wir wollen auch so. Stimmt's? Ja, genau so. Ja, Mann. Genau. Ferdinand war bester Mann. Sowieso. Er war bester Mann. Ja, auf jeden Fall, jetzt leg mal los. Der Motor kommt jetzt wieder rein. Wir sind kurz angebunden. Diesmal machen wir es nicht als Live, sondern als direktes Video. So sieht's aus. Dann leg mal los. Keep Schraubing. Ciao. In den letzten Tagen muss ich sagen, liebe Schrauberfreunde, wir haben sehr viel gearbeitet. Wir haben hier den Motor ausgebaut, wir haben den Golf 4 auf 6 Gang umgebaut. Wir machen jetzt den Motor wieder rein. Dann haben wir noch Frau Schraubings Turan noch mal repariert. Da hat nämlich das irgendwas innerhalb von 2-3 Tagen. 2-3 Tagen haben wir einfach das und gemacht. Und noch Nachtschicht. Nachtschicht, du, ich habe Urlaub, muss man an der Stelle sagen. So, ich hab mal Stoßstange 4. Ja. Hast du? Ja. So.
Ich sehe schwarz, mein Freund. Warum? Weil der Motor muss noch hoch anstatt runter. Ich sehe schwarz an der Spritzwand. Ja? Ja, ich sehe schwarz für die Spritzwand. Was sagen wir gerade? Der Motor muss da unten noch etwas weiter hoch. Bedeutet, ich zoome mal für euch, diese Ecke wird böse. Ja? Genau diese Ecke hier. Das wird scheiße. Hier ist nämlich die Kante. Naja, werden wir sehen. Jetzt schauen wir machen. So, wir versuchen jetzt den Turbolader zu lösen in sich und weiter nach unten zu stellen, mehr Neigung zu geben nach vorne, weil die Schnecke wird nach hinten hin dünner. Das heißt, wenn wir weiter nach vorne drehen den Turbolader, hier tiefer stellen, kann das sein, dass wir einen Zentimeter gewinnen, was uns wirklich gut tun würde gerade. Mal schauen. Ja. Da guckt, da dreht er sich. Da kommt er schon. Siehst du? Wir gewinnen gar nichts. Also, müssen wir nachher wieder festziehen. Jetzt müssen wir aber schauen, wie kriegen wir den Motor hoch. Also, wir werden jetzt unseren kleinen Wagenheber da drunter stellen, da genau in der Mitte und den Motor hochdrücken und dann mal sehen, wo dann der Kratzer reinkommt in der Spritzwand und dort müssen wir dann hochdrücken. Genau. Genau, so machen wir das. So machen wir. Und zwar mit diesem hier, VW macht es möglich. Ein herkömmlicher Wagenheber. Mal sehen, was passiert. So, da werden wir jetzt. Ja. Alles frei, ja. So. Hey. Hey, die sehen ja perfekt sieht aus. Super aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, das hast du schon öfter gemacht. So sah es zumindest aus. Du bist so blöd. Der ist so doof. Ist die fest? Nein. Lose, sehr nein. Gut. So, jetzt müssen wir dieses Teil irgendwie nach da drüben bekommen, weil das Lochbild passt hier überhaupt noch nicht. Wo müssen wir hin? Wo sind unsere Löcher? Hier sind unsere Löcher. Geh mal auf die Seite bitte. Jawohl. Und drück mal mit dem Fuß hier gegen. Geh da in die Hocke und drück mit dem Fuß dagegen, dass diese Traverse hier rüber wandert. Ja? Geht was? Weiter? 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 Einmal richtig. Jawohl. Jetzt sind wir am Loch. Jawohl, passt. Jawohl. So stehen wir fast gut. Die Stoßstangenschrauben rein, rechts und links und dann mal gucken. So, Traverse ist jetzt mal mit den Schrauben fest, rechts und links. Jetzt können wir eigentlich schon den Motor hoch. Die Schraube ist hier angesetzt oder was ist damit? Die ist angesetzt. Ach, ja, ja. Zwei Gewindegänge und dann können wir das Auto eigentlich loslassen. Oh, lele. Oh la la, faccela vede, faccela tocca, vita di disco, ehi! Geil, ey, guck mal den, guck mal den. Der ist drin! Der ist drin, ey! Ich bin drin. Das ist ja einfach. Und auch nicht. Also, so stehen wir jetzt. Der Motor sitzt schon drin, wie er drin sitzen muss. Wir müssen da ein bisschen Platz schaffen. Also, Maschine ist da. Hier ist genug Platz. Passt alles. Passt. Passt. Was wir gemacht haben, was man machen muss, hier, während die Kamera abgeschaltet war. Wir haben uns hier die Leitung, die original gekringelt, durch uns gekringelt war und hier stand auf dem Nehmerzylinder, die haben wir abgeschnitten, haben eine Kupplung drauf gemacht und haben das hier verbunden an das 02M-Teil praktisch. Hier seht ihr, an dieses Ding. Das haben wir jetzt hier entlang geführt. Das ist schwebend, scheuert auch nirgendwo, stört nicht beim Schalten und tschüss. So haben wir das jetzt gemacht und läuft da unten unter dem Getriebe, so wie es werkseitig war. Da machen wir noch einen Kabelbinder hin und ciao. Eine Ewigkeit später. Der Peppe ist wieder mal an seinem Lieblingsgeschäft. Ja, der liebt ja Kabelbäume. Ja. Das ist sein Ding. Voll. Update, alles angepasst, Motor ist drin, Ladeluftverrohrung, Turbolader, alles ist drin, alles. Nichts hat gepasst, gar nichts. Nichts hat gepasst, aber war gut zum Anpassen. Ja. Also, oder? Ja. Besser wie damals Baustier, ja, ganz am Anfang. Wir haben auf jeden Fall die Ladeluftverrohrung vom Gockel durchgesägt und haben den Winkel verändert, damit wir am Golf 2 rauskommen, weil das war ja für Golf 3 gebaut. Und hier, was jetzt hier gerade passiert ist, das ist ein Golf 3 V6 Kabelbaum, ein angepasster mit EMU. Wo ist der EMU-Stecker? Irgendwo hier habe ich ihn gesehen. Da, das sind die Kabel für Stecker für EMU.
Und dieser hier hängt noch blind dran. Der fliegt jetzt raus und so aus dem ganzen Kabelbaum. Der wird etwas schlanker, beweglicher und angepasst auf Golf 2. Was im Golf 3 noch war, im Facelift-Kabelbaum Golf 3 meine ich, so ab 96, 97, war die Lichteranlage mit hier drin. Brauchen wir nicht. Der 2er Golf hat nämlich einzelne Kabel hier mit diesen gelben. Das hat der Golf 2 einzeln. Und das werden wir jetzt auch wieder so machen. Und im Lichterkabelbaum läuft auch die Kühlung und läuft auch das ABS mit drin. Und das muss raus. Das braucht kein Mensch. Das machen wir weg und machen das Ganze ein bisschen lean. Genau. Du liebst es einfach. Ja, der Pepe kann kein Auto machen, ohne einmal Kabelbaum einmal neu zu machen. Ich bin wahrscheinlich morgen früh um 8 Uhr beim Wagenknecht, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Vielleicht. Ich glaube zwar nicht. Gucken wir mal. Let's go. Let's go. Und wie läuft? Ach ja, es läuft. Sag so. Mal. Schweißerei, Junge. Was machst du da Schönes? Wir machen dein Auto legal. Wir bauen dann Topf ein. Weil davor war einfach nur Rohr. Und Rohr ist gleich so. Ihr wisst schon. So, jetzt, wie sieht's aus? Sind wir fast fertig oder was? Fast, fast. Guck mal, der Serhat schraubt selber an seinem Auto. Unglaublich. Was machst du? Turbolader fest oben. Ja, ab und zu mal kommt es auch vor. Ja. Ja, wir haben den Turboladerwinkel neu eingestellt, neu ausgerichtet, weil der musste in einem anderen Winkel am Golf 2 raus, wie im Golf 3 war. Und wir haben inzwischen auch das hier gemacht. Ich zeige euch mal kurz. Ich mache hier meine Stirnlampe an. Wir haben jetzt hier diesen geilen Catch-Tank hingebaut mit Einziehmuttern und Hülsen und die Schläuche laufen da drüber. Finde ich eine sexy Sache. Wir haben die Pumpe hier rüber, also wir haben jetzt auf der Seite zwei Pumpen, die war eigentlich hier, aber wir sind hier zu nah am Auspuff dran gewesen, also haben wir sie darüber gezogen. So, Auspuff soll wieder Hartmann, war Hartmann, soll Hartmann. Wir haben das jetzt umgeschweißt hier, wir haben dem Hartmann ein 3 Zoll Rohr verpasst und nach vorne hin mit diesem 100 Zeller und da muss er dann angeflanscht werden. Vorne ist das hier passiert. Wir haben jetzt hier diesen riesengroßen Ladeluftkühler dran. Ja, das hat nicht gepasst, weil das war ja Golf 3 Style. War der Winkel anders. Wir haben es hier durchgesägt, provisorisch mal mit diesem Silikonschlauch gemacht, um den Winkel hier einstellen zu können, um da drauf zu kommen. Irgendwie passt es hier, gell, Serhat? Finde ich auch. Hier, auf der anderen Seite war das gleiche Thema. Haben wir auch schneiden müssen hier. Haben wir gemacht, um den Winkel zu verändern. Und es passt alles wunderschön dran vorbei. Kabelbaum haben wir angepasst. Ja, hier mussten wir ein bisschen was wegschleifen an diesem Becher hier, dass die Antriebswelle Platz hat. Dieser 100er Flansch oder 110er Flansch, was das ist. Keine Ahnung, Riesenteil auf jeden Fall. Ja, und der Rest ist jetzt hier drin und sieht gut aus meiner Sicht. Jetzt machen wir noch den Auspuff hin, die Stoßstange drauf und dann sind wir glücklich. Turbo Gockel Mockel. Erzähl mal ein bisschen was über deine Vorfreude, mein Freund. Meine Vorfreude kann ich gar nicht in Worte fassen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Oh mein nicht. Gott. Ja. Es geht langsam dem Ende zu. Ja. Ich denke, die Tage werden wir auf jeden Fall Probe fahren. Ich denke schon. Wasser ist jetzt mal drin, Servoöl ist drin. Öl haben wir gewechselt, Filter haben wir gewechselt, hat uns ja der Andi gegeben gehabt. Zündkerzen neue. Zündkerzen neue, die haben wir gerade selber gegappt, eingestellt. Sehr gut, mal sehen, wie er nachher läuft. Wir sind fertig. Aber mein Auto hat wieder seinen Namen alle Ehre gemacht. Richtig. Weil das war nicht, wir machen rein und dann eine Stunde ist fertig alles. Stimmt, eine Stunde war Motor drin, aber Kabelbaum, wir haben komplett neu gemacht. Weil war nicht so, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben, ehrlich gesagt. Ja. Dann ein paar Sachen waren noch undicht, die haben wir auch neu gemacht. Wo sind die Zündkerzen? Motor ist gelaufen auf 5 Zylinder. Tatsache ist auf 5 Zylinder gefahren. Halbe Zündkerze hat gefehlt. Da war eine Zündkerze, die von diesem Zylinder hier, die war gebrochen. Da war das Keramik gebrochen, weil sie, sage ich jetzt mal, ich behaupte, die war falsch eingestellt. Die hier ist gebrochen, da ist das Keramik gebrochen, weil halt eben die Einstellung ziemlich scharf ist. Ja. Und jetzt haben wir gerade noch ein Problem im Entlüften. Ich bin hier gerade am Entlüften von der Kupplung. Das Ding da unten, der Nehmerzylinder,
der ist undicht. Müssen wir neu kaufen. Nachdem wir diese Action hier gemacht haben, liebe Schrauberfreunde, Katastrophe. Wir haben sogar unsere schöne Motorhaube einschneiden müssen, dass die auch zugeht, weil es sonst hier scheuert, genau da, wo es so schwarz ist. Es ist alles recht knapp im Zweiergolf. Ich behaupte, dass man im Dreiergolf mehr Platz hat, aber es ist alles drin. Und so wie diese Verrohrung hier konzipiert wurde, finde ich gut. Da unser K&N-Filter da drin, das hat alles Platz und sieht gut aus. Ja, Ölmessstab musste man ein bisschen verbiegen. Und ja, da ist jetzt dieses Monster drin. Jetzt S300SX BorgWarner Made in USA. Aber dieses Auto, liebe Schrauberfreunde, und jetzt auch dieser Motor, muss ich an der Stelle sagen, ist nicht Made in USA, ist Made in Schöneich bei Kiep Schraubing. Ja. Und genau deswegen liegt jetzt hier schon der Kasten mit dem Aufkleber, den ihr kennt, vielleicht noch aus unserem Treffen in Krefeld. Warum liegt der hier und warum ist hier dieser Aufkleber Turbogockel weg? Warum? Den haben nicht wir weggemacht, den hat der Andi damals weggemacht. Da war, was war das? Performance stand da nur drauf. Ja, drauf. Performance haben wir weggemacht. Ja, und wir haben leider keinen Gockelaufkleber. Aber da wir auch viel selber gemacht haben, habe ich mich dazu entschlossen, ich mache einfach einen Schraubenkleber drauf. Und Auswahl haben wir ja genug. Was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr am richtigsten gefunden hättet. Wir werden uns jetzt entscheiden für eine geile Farbe und beppen die genau hier drauf. Ob es hält oder nicht. Richtig? So sieht's aus. Heide. Mach drauf. Mach drauf. So. So. Ha. So, das muss ja auch noch drauf. Und zwar Bicolor. Ha. Mit Weiß. Geil. Ha. Sieht gut aus, gell? Ja, Mann, ich also mir gefällt's. Mir gefällt's auch. Diese Schraubing kommt cool, weil es halt eben doch chrom schimmert. Geil. Ja, Mann. Fällt echt mir. Sehr schön. Leider muss dieser Gaszug hier wieder hin, ist halt so. Was willst du machen? So, und so sieht es jetzt aus. Ich find's cool. Heute haben wir Besuch, der Marc ist da. Servus. Servus. Er konnte es nicht abwarten, weil ich, wenn wir fertig sind, Auto springt erst einmal an. Ja, aber davor müssen wir noch was machen, bevor das Auto erst einmal anspringt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Turboschläuche halten. Wir machen jetzt die typische Raupe drauf, hier, damit auch die Schellen nicht die ganze Zeit abfallen, weil so geht es nicht. Wir müssen jetzt hier mal eine kleine Raupe ziehen. Weil wir wollen nicht so, wir wollen anders. Wir wollen nicht so, wir wollen anders haben. Marc, reichen die Punkte so? Ja. Ein paar Ringsum drauf, bis wir zum Arsch. Jawohl. Ja, Marc, was sagst du zum Auto? Super. Ja? Super. Kann man lassen. Bis auf deine albanischen Schellen. Alles gut. Kann man lassen. Kann man lassen. Also, Marc, sein Ding Hammer sägen. Jetzt muss er nur noch richtig schön anspielen. So, was wir jetzt gemacht haben, wir haben jetzt hier einen Kranz drumherum geschweißt, damit dieser Schlauch mit der Schelle hier festgehalten wird, vor diesen Erhöhungen hier, und dann sollte das halten. Und wir wollen das auch deswegen so sauber machen, weil wir haben heute einen Gast hier, Daniel, VAG Dash, Alter, herzlich willkommen. Hi. In der Schraubing Garage. Danke, Alter, für die Einladung. Eine Ehre, dass er da ist, direkt aus dem Allgäu zu uns gestoßen, geiler Typ. Ja, ich danke dir schon mal hier vor der ganzen Schraubing Family für die ganzen Tacho-Umbauten, die du für uns gemacht hast und machen wirst. Ja? Dieser Bock hier bekommt nämlich auch noch ein Tacho von dir, denn wir haben kein Geschwindigkeitssignal. Da müssen wir was basteln, Golf 2, und dann seht ihr, wie das funktioniert und was man machen muss. Willkommen. Ja, ja. Ja, und erzähl mal, was machst du so für die, die nicht wissen, was du da hier tust? Der ist Tacho-Spezialist, ich sag's jetzt mal salopp. Salopp. Aber ja, was mache ich? Ich mache Menschen glücklich. Ja. Das ist definitiv. Das ist wahr. Das ist auf jeden Fall. Nein, ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich, wirklich nur nette, gute Kunden. Also wirklich die Kommunikation tipptopp, muss man wirklich sagen. Ich habe so viele Kunden, die mich anrufen und sagen, hey, mein Auto ist noch beim Lackierer, lass dir ein bisschen Zeit oder kannst jemand anderen vorziehen oder so. Das ist echt super. Also danke an alle. Mega an dieser Community. Stelle. Ja, die mich da so unterstützen, dass andere früher einen Tacho kriegen. Dass er nicht irgendwo rumliegt, wie hier zum Beispiel. Hier liegt er rum, unverbaut. Ja, ja, stimmt. Ich bin einer von den Schlechten.
Schnell gemacht, langlebig. Ja, ja, leider Gottes hat sich ja... Eigentlich dieser Bock, wenn wir es gerade so haben, hätte schon lang fahren müssen. Der hätte ja schon lang lackiert sein müssen. Hätte ich mir meine Bizepssehne nicht gerissen im Sommer. Hätten wir nicht umgeswitcht auf dank Kabelbaumtechnik Wagenknecht. Micha, wir hassen dich. Bruh. Weil er mich auf Ideen gebracht hat, DSG-Umbau. Ich noch mehr. Ansonsten wäre das Auto schon lange auf der Straße und alles eingetragen, muss ich sagen. Aber leider Gottes haben wir uns dann umentschieden, wir machen jetzt DSG. Deswegen hat sich jetzt alles gezogen. Aber das Gute ist jetzt bei unserem DSG-Umbau, wir brauchen keine Tachoveränderung, weil es ja ein Golf 3 Tacho ist, was in meinen 2 reinkommt. Ja. Daher ist es besser. Ja, wir haben aktuell das Problem, wir haben ja 02M-Getriebe hier drin. Hier ist es, 6 Gang, ja, aus dem Golf 4. Da ist nämlich dann der Knackpunkt bei Golf 2 Tacho. Es gibt nämlich kein Eingangssignal. Also du hast keine Möglichkeit irgendwie... Die Tachowelle fliegt ja raus bei diesem Umbau und es ist nicht so wie beim 02A, dass man dann die Schnecke aus dem Getriebe rausnehmen kann und dort dann einfach die G60 Tachowelle einbauen kann, sondern es funktioniert nicht bei 02M. Es gibt keinen Hallgeber. Und da hat jetzt der Dani was Geiles erfunden oder ist gerade da dran? Ich habe es nicht erfunden, ich habe es auch in Auftrag gegeben, nach meinen speziellen Wünschen. Und zwar ist es so, es gibt 2 Möglichkeiten, je nachdem, was man für ein Steuergerät fährt. Wenn jemand ein ME7.5 fährt zum Beispiel, dann kann man es davon abgreifen, beispielsweise mit CAN-Bus, wird die Platine dann auch können. Oder man nimmt den Durchschnittswert von 2 Drehzahlsensoren, sprich von den ABS-Sensoren. Von okay? links, hinten, rechts zum Beispiel. Zum Beispiel von links, hinten, rechts. Man braucht da unbedingt einen Durchschnitt, dass die Platine mit etwas rechnen kann. Dann brauche ich natürlich von jedem die Reifengröße. Viele fragen, warum die Reifengröße? Bei mir geht es genau zu. Deswegen die Reifengröße. Jeder Tacho wird wirklich individuell auf die Reifengröße abgestimmt. Das heißt, viele rufen mich auch an und sagen, das stimmt ja ganz genau mit GPS. Ja, das soll es auch. Ja. Das ist ganz wichtig, das soll es auch. Da bin ich auch stolz drauf, dass das wirklich passt. Es gibt manche Leute, da passt es dann eben nicht, weil sie mir dann doch die falsche Reifengröße genannt haben. Manche haben dann sogar gemerkt, oh verdammt, ich habe die falschen Reifen gekauft. Also gibt es auch, aber wir kriegen das immer alles hin, wenn mir die richtigen Angaben gemacht werden. Okay? Wie es in meinem speziellen Fall jetzt ist mit diesem Tacho, den du da gebaut hast. Also ihr kennt es ja aus kurzen Stories und kurzen Videos. Dieser Tacho hier für mein 2er Golf ist ein Golf 3 Tacho, Original VAG-320. Der wurde ja gebaut auf unsere Bedürfnisse, fährt bis 300 und hat Drehzahl bis 8000 und hat viele, viele schöne Gimmicks und die Farbe. Hallo, was geht ab? Wunschfarbe, also ich finde es fett. Habe ich ja schon mal gezeigt gehabt. Und dieser Tacho, da hatte ich dir ja gesagt, wir wollen fahren 17 Zoll auf AMK2. Und jetzt sieht alles danach aus, wie wenn wir zu den wenigen gehören, die jetzt doch 18 Zoll auf dem 2er Golf fahren. Das sollte man vielleicht doch machen. Levella hat es ja schon vorgemacht. Wir wissen, wie es aussieht. Ich finde es gar nicht so verkehrt. Ich finde es eigentlich cool. Und ich habe ja noch die Fender Flares dran. Mhm. Also deswegen, ein größeres Rad wird vielleicht sogar ganz gut passen bei diesem Umbau. Und was passiert dann? Ich hatte dir ja gesagt, 17 Zoll, jetzt ist es 18. Wie geht's weiter? Also, dann gibt es von mir eine erstellte Excel-Tabelle. Da trage ich einfach nur deine Reifengröße ein. Also doch so einfach. Dann spuckt der mir eine Zahl aus und diese Zahl wird dann in den Tacho einprogrammiert, die alte gelöscht und dann passt schon. Also okay. Ist halt Werkstattgeheimnis. Ja, das okay, das passt, aber es gibt die Möglichkeit, wir müssen den Tacho nicht neu bauen, das war so. Nein, okay. Der Tacho ist so gebaut, dass ich ihn jederzeit umprogrammieren kann. Für jeden, der sagt, oh Gott, was kostet mich das? Das kostet dich einmal den Versand zu mir, den Versand zurück bezahle ich. Im ersten Jahr kostet euch das gar nichts. Ich habe echt viele, die sagen, wow, jetzt fahre ich doch 17, die vorher 16 Zoll gefahren sind. Ja. Die schicken mir das Teil, ich programmiere das um und am selben Tag geht der wieder zurück. Also das ist eine Sache von 25 Minuten. Das stimmt, der Typ ist mega schnell. Für meinen 4er Golf, also für Golf Molf war der Tacho, ich weiß nicht, in 2 Tagen wieder da. Ja, ganz natürlich. Brutal. Und noch was an der Stelle, das sage ich jetzt, werfe ich jetzt einfach rein für ihn, für den Dani. Viele wundern sich und schreiben mir auch auf Instagram, sag mal, sind es neue Tachos? Nein. Es sind keine neuen Tachos, die sind aufgearbeitet durch den Dani. Die sind wirklich handmade und man kann sagen, selbst gebaut. Weil du wertest die auf, das war ja auch mal irgendwann gebrauchter Tacho. Also tatsächlich lackiert, ist es so, oder? Dass so ein Gehäuse, also die kommen zu mir in verheerendem Zustand, die liegen teilweise hier in Regalen. Wenn du selber guckst, alles setzt irgendwann einfach Staub an. Und ich brauche wirklich für so ein Gehäuse etwa 2,5 Stunden, bis das wieder aussieht wie neu. Okay,
Man sieht, es hat keinen Kratzer, gar nichts. Also sie sehen aus wie neu, sie sind aber nicht neu, sie sind tatsächlich von VAG Dämpfer. Genau. Das müsste man an der Stelle sagen. Das hier zum Beispiel, das ist von THW in Tacho, man kann hier sehen, das ist jetzt von 96, hier von August. Mhm. Die meisten, also der Deckel hinten, der ist immer von 94, der wurde nur 94 gebaut. Und das Gehäuse ist jetzt von 96. Es gibt schon echt ungläubige Kunden, die sagen, nee, das muss doch neu sein. Aber es ist wirklich nicht neu, es ist aufgearbeitet. Ich finde es halt cool, wenn man das Paket aufmacht und da grinst ein neues Gehäuse an. Also es gab ja schon mal die Frage, hä, du kaufst einfach einen neuen Tacho und schickst den uns zu. Also ich kann mich nicht erinnern, dass VW jemals Tachos verkauft hat für einen 3er Golf, auch nicht VR6, es gab auch kein V8, der bis 300 ging. Also das sind schon seine Tachos und so ist es auf jeden Fall. Und dafür danke ich dir heute mal ganz persönlich, Bro. Richtig geil, Alter. Hammer. Richtig gut. Ja, an der Stelle, danke für den Besuch. Ich hoffe, das wiederholen wir wieder. Im Sommer 23 werden wir, was heißt im Sommer? Wir werden das ganze Jahr 23 mit dem Serhat auf fast allen Treffen sein. Alle, die am Bodensee stattfinden. Wir werden am Wörthersee sein, wir werden in Krefeld sein, wir werden überall sein. So. Also falls ihr euch dort befindet, könnt ihr uns dort auf jeden Fall antreffen. Wir werden noch Cooles erleben hier. Dani, danke für den Besuch. Bester Mann. Ich gerne, danke jederzeit wieder. Und bestellt, sonst kommt Black Eye. Mach nicht so. Wir sind soweit. Sollte mal alles halten. Wir starten. Serhat, Vollgas, mein Freund. Drück mir die Daumen. Ich drück dir alles. Und halt den Klicker von der Garage schon mal parat, man weiß ja nicht. 3, 2, 1. Da hat gerade rausgeraucht, das hat geil ausgesehen. Geil, oder? Er läuft, ey! Und wie gut? Er läuft. Und wir sind stolz. Geil! Mach mal Tor auf der Hand. Jawohl. So sieht der Auspuff aus, komm mal rüber. Eigentlich cool. Der steht jetzt ein Stückchen weiter raus, steht etwas schräger, wie wir es wollten, und hängt höher. Geil. Sehr geil. Wir nutzen den ruhigen, schönen Tag heute, um uns hiermit zu verabschieden. Stay auf jeden Fall tuned. Im nächsten Video fahren wir diese Karre und zeigen euch mal, was da geht. Frontkratzer 700 PS. Mal sehen, was geht. Serhat, du darfst den Schluss machen. Ich sag tschüss. Ich bin auf jeden Fall mega stolz, dass ich endlich einen Gockelmotor habe. Noch mehr stolz bin ich auf den Mann hinter der Kamera, der eine Woche rasiert. Klar, ich habe auch mitgeholfen und, aber die Hauptsache, das meiste hat der Mann und hinter der Kamera gemacht, der hat Urlaub gehabt, der hat seine Zeit geopfert, der hat sein Können gezeigt. Und ich denke, ich will echt nicht angeben, aber dieser Typ ist auf jeden Fall für mich Schrauber 2022. Wenn man voten könnte, ich würde voten. Es müssen noch ein paar Kleinigkeiten gemacht werden, ja, zum Beispiel Tacho brauchen wir einen anderen. Mit dem 2er Golf Tacho funktioniert es nicht, keine Tachowelle, keine Geber, Nehmer, gar nichts. Aber nichtsdestotrotz, Auto kommt jetzt in die Garage, geht in Winterschlaf bis März und dann ist vorbei. Und dann kommt erstmal Ali, in der Zeit, wo das Auto Ali hat und hoffentlich endlich fertig wird, machen wir Tacho, Interieur und dann fährt. Und nein, ich will gar nichts mehr wissen, nichts, gar nichts wissen. Und dieser Mann, bester Mann auf ganzer Welt. Ihr wisst Bescheid. Ich würde. Ja. Danke für die Blumen, mein Freund. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Keep Schraubing und macht's gut. Ciao, ciao.